Hallöchen Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Balloons Tower Defense 5. Weiter geht's. Und zwar mit der nächsten Survival-Mission. Warte, was war das? Kannst du alles besorgen, bevor es zu spät ist? Die Eisfläche im Schwierigkeitsgrad schwer. Hör auf, nachdem du Runde 50 geschafft hast. Hä? Das traf ich mal gar nicht. Kannst du alles besorgen, bevor es zu spät ist? Okay. Ich verstehe nicht ganz, was sie haben wollen, aber okay. Ich weiß auch nicht, was ich hier benutzen soll. Ninja-Affen? So ganz gerafft habe ich das noch nicht. So, machen wir Kommentare weiter. Zu dem Turm, der ein Gebiet nicht abdeckt, der Minenwerfer. Okay, okay. Also er hat einen toten Winkel, ja, das wurde mir dann schon das zweite Mal erklärt. Okay, wunderbar, dann habe ich es einfach nicht richtig verstanden. Was macht die Range beim Heli? Der Helikopter hat ja eine Range, eine Grundrange. Die muss grundsätzlich jeder Turm haben. Das ist halt für die Fähigkeit Top-Spionage relevant. Ohne Top-Spionage müsste auch nicht jeder Turm eine Reichweite haben. Okay. Ich bin eigentlich nicht mehr so in Laune, alle Kommentare. Ja, machen wir irgendwann später weiter. Wir sind jetzt bei 542. Muss ich das nächste Mal weitermachen? Dann konzentriere ich mich jetzt hier auch mal auf die Folge hier. 542. So, zack. Aufgeschrieben, damit ich das nächste Mal noch weiß. Und dann machen wir hier ein bisschen weiter. Der Dings hat mir jetzt gerade beim letzten Mal die Dateien geschickt. Der Hunter Blooms. 2,37, das ist ja wenig. Ah ne, das ist immer noch weniger gewesen. So, dann schauen wir doch gleich mal. BTD5 Stats, das war das kleinere. Entpacken. So. Schauen wir uns das gleich mal an. Banana Farm. So, haben wir irgendwo hier den Dings, den Ninja Monkey, da haben wir ihn. Wunderbar. Aha. Also, ich habe ja, ne, der Hunter Bloons auf meinem Discord-Server, der hat ja herausgefunden, wo man die BTD5-Dateien oder dass man die ganzen Eigenschaften von den Affen, von jedem einzelnen Turm in den BTD5-Dateien finden kann. Ich weiß nicht, wer es gemacht hat, das ist mir auch gar nicht so wichtig. Aber es ist interessant. Ich werde auf jeden Fall später, also keine Sorge, ich werde irgendwann ein separates Video, wenn alle Türme durch sind, wenn er die alle übersetzt, also alle zusammengeschrieben hat, netterweise, und er mir die bereitstellt, netterweise, nochmal ein Video dazu machen. Und zwar, coolerweise hat er schon den Ninja Monkey fertig. Und zwar hat der Ninja grundsätzlich eine Range von 120. Wenn ich einen Ninja von jetzt hier hinsetze, das ist eine Range von 120, der schwarze Radius. Hat eine Attack Speed von 0,6, das heißt, alle 0,6 Sekunden greift er an. Hat ein Pierce von 2, das heißt, er macht 2, oder durchschlägt 2 Bloons, so müsste das sein. Und hat einen Projektilschaden, das heißt, er macht eine Schicht grundsätzlich. So, wenn wir Ninja-Disziplin machen, also das hier oben, erhöht die Angriffsreichweite und die Angriffsgeschwindigkeit. Ja, da habe ich gerade ein bisschen gepennt. Ach so, er hat gar kein Ding in keine Blendgranate. Oh. Wie mache ich denn das? Heiße. Nö. Wie kriege ich den Dings down? Das ist eine sehr interessante Frage. Gar nicht. Okay. Dann nicht. Das ist aktuell nicht möglich, hier Dings kaputt zu machen. Lead Bloons. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum man nach Runde 50 aufhören muss, weil man die Lieblings nicht kaputt bekommt. Ich habe 92 Leben durch 4 verloren. 92, 92, 180. Ja, reicht auf jeden Fall. Gehen wir hin. Das ist ja behindert, ohne Scheiß. Und auch hier haben wir keine heißen Dingensen. So, Ninja-Disziplin. Jetzt habe ich es gemacht. Ja, doch, hier haben wir es noch. Erhöht die Angst zu schnell. Alter, willst du mich verarschen?
Na, jetzt will ich mal sehen, dass wir das schaffen. Alles verboten. Also ohne extra Startnehmer hätte man das gar nicht geschafft, oder wie? Ich habe verloren. Viel zu viele Leblons. 17 habe ich noch. Hä, wie soll das gehen? Ist das dumm, das Spiel? So, der könnte noch, aber der wird garantiert auch nicht können. Probieren wir es mal. Erschöpftes Plutonium ist natürlich gesperrt, alles klar. Super Affe, der kann es definitiv nicht. Nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich es bräuchte. Ananas ist gesperrt. Also ich habe die Hoffnung, jetzt kommt kein Deep Bloom mehr. Weil sonst hätten wir verloren. Aber das würde man ohne Startleben noch gar nicht schaffen. Ich weiß nicht, wie die sich das gedacht haben. Oh, das ist gesperrt. Ey, wirklich, willst du mich verarschen, du beschissenes Kackspiel? Ohne Witz, ey. Was ist denn das für ein Dreck? Kannst du knicken, ey. So ein dummer Bullshit. Ganz ehrlich. Ich kann nicht Leadbloons kaputt machen, aber es kommen ohne Trauerchen Leadbloons. Gönnt euch. Hier, Piratenbucht. Kann man noch eine Brandfallkanone setzen, die Dings alle zerstört. Drecksviecher. Ist das behindert, ohne Witz, ey. Okay, nicht meckern. So, Ninja-Disziplin. Hier steht, erhöht die Angriffsgeschwindigkeit und die Angriffsreichweite. In der Datei steht aber, Ninja-Disziplin plus 20 Reichweite. Ja, sagt ein bisschen Reichweite dazu. Aber minus 0,125 Attack-Speed. Das heißt, ich greife langsamer an mit Ninja-Disziplin, obwohl da steht, ich greife schneller an. So, ich mach den mal weg, der nervt ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt schaffen soll, Leute. Gebt mal bitte einen Tipp. Der kann es nicht. Der kann es nicht. Ich habe keine Blinkerlade. Ich habe keine heißen Dingensen. Er hat keinen ätzenden Klebstoff. Er hat keine heißen Nägel. Ich habe hier keine explodierenden Ananas. Ich kann das hier gerne nachprobieren. Nö. Spukgestalt wird auch gesperrt sein, genau. Also ich weiß nicht, wie man das schaffen sollte. Das heißt, zufällige Missionen müssen mit Spezialhäusern gemacht werden. Ansonsten ist es gar nicht schaffbar. Und mit dem Labor. Okay. Spitze Shurikens. Pierce plus 2. Genau, hier. Shuriken können jeweils 4 Bloons platzen lassen. Also er hat es ja auch nur rauskopiert. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass hier Plus oder Minus vertauscht worden sind. Das wird schon richtig so sein. Dass ich wirklich durch Ninja-Disziplin Angriffsgeschwindigkeit verliere. Doppelschuss. Fire Count Number of Projectiles 2. Na, jetzt schießen wir hier statt 1, 2 Shuriken gleichzeitig. Und Bloon Jitsu, Attack Speed minus 1. Wir haben also einen grundsätzlichen Attack Speed von 0,6. Wir kriegen durch Ninja-Disziplin, das kann irgendwie nicht funktionieren. Wir kriegen durch Ninja-Disziplin, kriegen wir minus 0,125. Und durch Bloon Jitsu kriegen wir Attack Speed minus 1? Das kann auch gar nicht funktionieren. Ich schreibe mir mal, ich habe mir mal den Ninja-Affen angeschaut. Das kann doch aber nicht stimmen, oder? 0,6 Attack Speed von Grund auf durch Ninja-Disziplin minus 0,125 gleich 0,475 Attack Speed und durch Bloon Jitsu minus 1. Dann müsste er ja unter 0 haben. So, habe ich ihm jetzt mal zurückgeschrieben. Interessant, wirklich. So, wir gucken, er hat mir auch alles andere geschickt. BTD5 Assets. Nicht Scripts. Tower. Special. Also, ich könnte wirklich die ganzen Dateien selber durchgucken. Und das zusammenstellen, das wäre jetzt wirklich kein Problem. Okay, alles geschafft. Also ich weiß nicht, wie man hätte die Deep Bloons kaputt machen können. Das ist unlogisch. Diese Mission war wirklich unlogisch. Aber wir hätten verloren, definitiv. So, okay. Dann würde ich sagen, save wir das einfach mal.
Und ich werde mir einfach mal ein bisschen, wobei wir können auch ganz kurz, weil ich euch schon angeheizt habe, mit dem Ninja-Monkey, da kann man es auch zu Ende machen. Also das ist jetzt der eine Turm, eine zwei gewesen mit Lunizu. Mit dem Attack-Speed minus 1 kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Vielleicht minus 0,1, aber nicht minus 1. Und Fire Count 5, das heißt, er schießt dann halt 5. Ne? Logisch, Lunizu schießt ja 5 Shuriken. Seeking Shurikens, Shurikens Seek Target, heißt also, sie suchen sich ein Ziel. Distraction, 10% Chance, die Gegner zurückzuschleudern mit Ablenkung. Also Distraction ist Ablenkung. Also 10%ige Chance, steht halt auch nicht dabei, das musste man auch mal wissen. Eine Flashbomb, die Bomb Pierce 1. Heißt also, die kann einen durchschlagen. Einen Balloon kann es durchgehen. Durch einen Balloon geht es durch. Hat eine Explosionsrate von 5, ein Bomb Damage von 1. Macht also einen Schaden an jeder um ihn herum. Stun Duration 1 Sekunde. Und Maximum Targets, also 60 Ziele maximal, kann eine Blendgranate treffen. Und dann haben wir noch Sabotage Supply Lines. Cooldown 60 Sekunden, Duration, also ja, Abklingzeit 60 Sekunden und die Haltbarkeit 15 Sekunden. Das heißt, 15 Sekunden bleibt es. Das steht auch, glaube ich, da. Und hier steht dann noch, alle Bloons werden um die Hälfte verlangsamt. Ja. So ist es. Gut, meine lieben Freunde. Kurze Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Balloon Star Defense 5. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Ciao.